Servus, mein Name ist Anita Peterseil und ich bin daheim in Mauthausen. Ich möchte euch heute Impressionen aus unserem schönen Ort zeigen. Ich bin jetzt hier heroben bei der Kirche, habe einen wunderschönen Ausblick an die Donau runter. Und dann gehe ich eine Runde um die Kirche und runter an den Händelkee, wo heute das Fest ist, Fisch und Wein. Da gibt es frische Steckerlfisch vom Angelverein, guten Wein vom Castello und dann haben wir noch gute Musik am Abend vom Robinson und Band, gesponsert vom Mauthausen Tourismus. Weiters ist heute auch eine Führung vom Heimat- und Museumsverein Mauthausen. Und zwar geht da der Lassler von Prag durch den historischen Markt und erzählt, wie er das alles erlebt hat. Und er ist ja auch der Bauherr vom Schloss Pragstein. Das wird sicher hochinteressant. Also, kommt mit mir! Ihr seht schon, ich war eigentlich ein Management-Genie. Meine Gegner haben behauptet, dafür hatte ich Defizite bei meinem Charakter. Mein Charakter ist eigentlich ganz einfach beschrieben. Mir ging es ganz einfach immer nur um Besitz, Geld und Reichtum. Und alles andere habe ich hinten angestellt. Menschen waren mir immer egal. Die Menschen, die Bürger, die Einwohner meiner Herrschaften habe ich immer als Leibeigene betrachtet. Und auch mit dem Adel hatte ich kein gutes Verhältnis. Der Adel war ja immer, hat mich immer argwöhnisch betrachtet. Erstens wusste man nie, woher ich kam und man wusste auch nicht, woher ich mein vieles Geld habe. Aus der Jagdbewirtschaftung und Fischerei und ich war in Mauthausen auch Richter der niederen Gerichtsbarkeit.
So, hat es euch gefallen? Dann kommt zu uns auf Mauthausen und besucht diese wunderschönen Plätze und den historischen Donaumarkt. Wir sind leicht erreichbar mit dem Auto, mit dem Radl am Donauradlweg, mit der Radfähre, mit Schiff und mit der Eisenbahn. Auch zu Fuß über den Jakobsweg und Jerusalemweg kommt man zu uns. Wenn Sie Veranstaltungen besuchen möchtet, schaut nach auf www.wasistlos.at. Eure Anita.